willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es meinen DM-Haul. Ich war gerade wieder einkaufen und habe mir gedacht, ich zeige euch einfach wieder, was ich gekauft habe. Im Moment bin ich irgendwie sehr oft bei DM, muss ich zugeben. Das auf alle Fälle. Ja, Emily ist jetzt im Hintergrund zu sehen, wie ihr wisst. Und ich zeige euch jetzt einfach, was ich alles gerade gekauft habe. Also viel Spaß beim Video. Ich habe sie wieder bekommen, Emilys Pränahrung. Wir waren letztes Mal beim Real und haben schon eine Packung gefunden gehabt. Und beim DM waren jetzt auch wieder welche da. Und deswegen haben wir direkt wieder eine Packung mitgenommen. Denn ich habe einfach festgestellt, dass Emily die am liebsten mag. Und die Milupa, die ich letztes Mal gekauft habe, die will sie gar nicht haben. Oder wenn sie sie trinkt, dann macht sie sie nicht leer. Dann haben wir Emily wieder eine neue Wundschutzcreme gekauft. Und zwar kaufen wir immer die von Weleda, die Calendula-Creme. Denn die ist einfach am besten und hat zwar einen stolzen Preis von 5 Euro, aber ich finde einfach, die hält bei ihr einfach am besten. Dann habe ich nochmal Gesichts- und Händetücher gekauft, und zwar von Penaten. In dem letzten Haul, da habe ich ja die von Rossmann gekauft und ich wollte aber jetzt gerne die von Penaten haben. Und deswegen habe ich die jetzt nochmal von Penaten mitgenommen. Die verschwinden also jetzt in meiner Handtasche und der andere von der Rossmann, die Handtücher halt, kommen ins Auto. Und Emily hat auch wieder ein Päckchen Hirsekringel bekommen. Und wie man sieht, will sie schon haben. Da. Nimmst du? Dann gibt es auch für Emily wieder Babybrei. Und zwar haben wir jetzt wieder drei verschiedene gekauft. Einmal haben wir jetzt Ratatouille gehabt, das ist Pasta Bamiata. Und das andere war, glaube ich, Spaghetti Bolognese. Ja, und das andere war Spaghetti Bolognese. Also einmal drei neue für sie, weil die kriegt sie immer nur dann, wenn wir jetzt nicht kochen. Oder wenn wir später kochen und sie aber mittags essen soll. Dann habe ich mir wieder für die Toilette einfach einen neuen WC-Stein mitgenommen, WC-Reiniger. Einfach für den Duft, dass es besser riecht. Und diesmal ist es von WC Frisch und ich habe den noch nie gehabt und deswegen will ich den mal ausprobieren. Und dann gibt es auch schon vom Baby Vita wieder einen Apfelsaft mit ein bisschen Mineralwasser. Und das mixe ich mir ja immer nochmal mit Wasser, wie ihr jetzt schon mehrfach von mir gehört habt. Und sie bekommt ja auch nicht jeden Tag so Säfte. Und dann habe ich mir einmal einen neuen Duftsprüher gekauft, auch fürs Badezimmer. Denn den ich letztes Mal gekauft habe, der ist total Käse. Da will immer irgendwie oben das Ding abrutschen, dass man nicht draufdrücken kann. Und deswegen kaufe ich mir jetzt wieder einen anderen. Und das habe ich einfach mal so eingenommen. Ja, und da habe ich mir überlegt, weil wir ja auch bald Nikolaus haben, soll Emily auch was bekommen zum Nikolaus. Und ich habe mir überlegt, dass sie ein bisschen was zu naschen bekommt. Ich wollte eigentlich erst einen Adventskalender machen, aber da ich ja jeden Tag schon einen habe für sie mit Schokolade drin, wollte ich nicht noch mehr Süßigkeiten. Und ich habe diesmal für sie für Nikolaus ein bisschen was zum Nascheln geholt. Und das kriegt sie von uns eigentlich noch nie. Also das sind Quetschis, und zwar sind das von Alete Quetschis, ab 10 Monate auch. Und das ist zum Beispiel Banane und Joghurt. Das ist Mango und Joghurt und das ist Erdbeer-Apfel-Joghurt. Alles ab 10 Monate, ohne Zucker, mit Kalzium und Zink. Und deswegen habe ich gerade die auf jeden Fall zum Nikolaus dann in ihren Nikolausschuh. Und dann haben wir noch hier auch von Alnatura ab ein Jahr so Früchteriegel gekauft. Und zwar habe ich hier einmal Mango-Orange geholt. Banane und Apfel und einmal Traube und Himbeere. Ich kenne die jetzt nicht. Ich hoffe, die sind weich genug, dass sie sie essen kann. Aber es steht ja drauf ab einem Jahr und deswegen hoffe ich jetzt sehr, dass sie die essen kann. Und das sind halt die Geschenke zu ihrem Nikolaus. Ob sie ein Geschenk bekommt, weiß ich noch nicht. Ich glaube aber eher nicht. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall soll sie die zum Nikolaus bekommen, die Sachen. Und deswegen habe ich die geholt. Ja. Ja. Das war es schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch wieder die Sachen gekauft habe. Es war diesmal nicht sehr viel. Nichtsdestotrotz wollte ich sie euch aber trotzdem zeigen. Und somit wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagst du tschüss? Sagst du tschüss? Hi.
Nee. Emily sagt nur Hi, okay. Ciao.